So, it's Tool Time. Heute haben wir mal ein paar Tricks auf Lager für Luftfilter allgemein. Das ist mein schöner Virus 3 von Ansmann, wo ich sehr mit zufrieden bin, außer dass die Welle vom Motor zu nah am Tank ist. Ansonsten bin ich da vollends mit zufrieden. So, folgendermaßen, dann drehen wir mal das ganze Ding. Zack. Wie man vielleicht erkennen kann, ist hier, wo ich in dem letzten Video gezeigt habe, mit dem Kit, um das dicht zu machen. Da macht man um den Deckel eine kleine Wurst rum und drückt den drauf. Dann ist er schön dicht, das Batteriefach. Und bei dem EC-Box habe ich einfach alles in Silikon eingebettet, weil ich da ja nicht dran muss. Und wenn, dann schneide ich das auf, weil nämlich der Empfänger und alles, was drin ist, vorher in einen Ballon eingepackt ist. Das heißt, ich brauche das Silikon, um ein bisschen anzuritzen, und kriege es prima ausgepackt, falls ich da nochmal dran muss. Und die Servos, dann mache ich mir die Mühe, sie auseinanderzubauen, wenn sie kaputt gehen sollten, und löte sie mir dran. So, dann wollen wir mal einen Luftfilter. Erstmal ein bisschen, wie man sieht, prima sauber das Ding von der letzten Fahrt. Zack, zack, zack. Wollen wir ein bisschen schneller machen. Ich habe nicht mehr genug auf der Kamera. Im Hintergrund das schöne Brumm vom PC wieder mal. Soll mir egal sein. Zack, 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 zack. Naja, schöne lange Schraube. Legen wir mal beiseite. Meine schöne Klangschale, das ist eine Magnetschale, da bleiben die Schrauben schön drin pappen. So, dann wollen wir mal vorsichtig, da ist er schon ab. Aufpassen, kennt er ja, brauche ich gar nicht zu sagen, dass jetzt der Dreck, der da drin ist, nicht in den Vergaser reinkommt. So, ja, sieht schön aus. Und dann haben wir ja schon unseren Luftfilter. Und wie man sieht, der hat es nötig. Von innen ist klar, wenn man am Auspuff zumacht, gehen die Abgase in den Filter rein rückwärts, und dann hat man den auch von innen mal ein bisschen dreckig. Ja, zack. Wenn ich den nicht komplett reinige, stopfe ich mir das vorsichtshalber jetzt so, dass da kein Dreck reinkommt. Ich teste das immer an, ob jetzt das Gummi innen drin dreckig ist. Meistens braucht man das nicht sofort zu waschen. Man kann es aber auch mitmachen. Ich habe das jetzt erstmal so gelassen. So, das Thema mit dem Luftfilteröl. Auch eine teure Sache. Kann man billiger haben. Und zwar mit diesem tollen Produkt. Da kostet ein halber Liter knapp 10 Euro. Und da komme ich ewig mit aus. Das ist normalerweise für, wie man ja sieht, für Motorrad-Luftfilter. Geht aber auch wunderbar für die kleinen Modellfilters. So, und der Trick bei der ganzen Sache ist Waschpulver. Warm Wasser, vielleicht auch ein bisschen heißes, nicht direkt am Luftfilter dran. Ins Waschbecken kneten, 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 kneten. Und hinterher ist er wieder genauso schön sauber. Ja, noch sauberer, als man hier sehen kann. Wenn das nicht glaubt, könnt ihr ausprobieren. Punkt ist eins, wenn man da knetet, das dauert schon mal eine Viertelstunde, vielleicht auch länger. Da denkt man, der wird ja nie sauber. Das funktioniert nicht. Und genau an dem Punkt weitermachen. Weitermachen, weitermachen, weitermachen. Wasser wechseln, bei heißes, weil das funktioniert ja meistens erst ab 90 Grad richtig gut. Zu heiß die Temperatur, ich mache so um 50, dass man auch noch die Finger reinhalten kann. Und man siehe da, nach einer gewissen Zeit, das garantiere ich euch, wird der sauber, egal wie schmutzig der war. So, das war der Tipp. Das andere habe ich schon alles gesagt soweit. Ja, dann begebe ich mich jetzt mal an den Filterwaschen, das ist jetzt kein Fake. Ich mache den sauber und dann zeige ich euch den im nächsten Teil,
wie schön das ist. Und dann zeige ich auch, was das mit der Tüte auf sich hat. So, dann bis nachher. Tschüss.